Hallo, ihr Lieben. Ja, ihr seht richtig. Ich bin tatsächlich ein Engel. Genauer gesagt, eine Engelin. Und ich heiße Angelina. Dass ich ein Engel bin, ist unschwer zu erkennen. Aber es gab vor langer Zeit jemanden, da war das gar nicht so klar. Noch heute erzählen sich die Engel hier oben im Himmel von dem einen Tag, an dem Raru in den Himmel kam. Er war frech, gab Widerworte, störte den Unterricht und die Schule fand er generell doof. Ja, ihr habt richtig gehört, auch Engel müssen zur Schule gehen, zumindest die Putten und die Schutzengel. Je nachdem, wie fleißig und klug sie sind, kann dann irgendwann aus ihnen ein höherer und mächtigerer Engel, wie zum Beispiel ein Thron, ein Cherubin oder ein Seraphin werden. Aber das nur nebenbei. Kommen wir zurück zum frechen Engel Raru und warum er so war, wie er war. Fangen wir also an mit unserer Geschichte. Unten auf der Erde gab es einst einen großen Wald. Dort lebte allerhand Getier. Auf einer kleinen, unscheinbar wirkenden Lichtung war ein kleines Loch, jedoch etwas größer als ein Rattenloch. Dort stank es sehr oft. In der Nähe dieses Loches war einst ein kleiner Geselle, welcher eine große Kiste mit den verschiedensten Klamotten darin hatte. Sein Name war Raru. So ein Mist! Wieder nichts Passendes in der Kiste. Dabei hätte ich auch mal gerne Anziehklamotten, die etwas farbenfroher sind. Aber da hatte ich bei den Menschen leider noch kein Glück. Gerne würde ich denen mal ein weißes Kindernachthemd klauen. Dann sehe ich bestimmt aus wie ein richtiger Engel. Aber was würde das schon bringen? Ich könnte sowieso nie in den Himmel. Schließlich kann ich nicht fliegen. Die Flügelchen auf meinem Rücken sind schließlich nur aus Papier gebastelt und nicht echt. Ich werde nie fliegen können. Es sei denn, ich hätte eine richtige Engelsfeder. Damit würde es gehen. Aber da müsste ich schon Kontakt zu einem Engel haben, dem ich dann eine Feder ausreißen könnte. Doch die Hoffnung gebe ich nicht auf. Vielleicht kann ich ja doch irgendwann fliegen, wenn ich einfach weiterhin fleißig übe. Üben? Ich hasse Üben. Und ich hasse es, fleißig zu sein. Bäh! An diesem Tag flog im Himmel gerade der kleine Schutzengel Johannes von zu Hause los. Er machte sich auf den Weg zur Schule. Er mochte die Schule sehr und war ein fleißiger Engel. Sein Wunsch war es, irgendwann ein Seraphin zu werden, genauso wie seine Eltern. Doch dafür musste er sich in der Schule noch sehr anstrengen. Als Johannes irgendwann nach unten zur Erde sah, überblickte er den großen Wald. Schnell sah er, dass sich auf der kleinen Lichtung etwas bewegte. Etwas mit Flügeln, welches offenbar vergebens versuchte zu fliegen. Was ist denn mit dem Engelchen da unten los? Warum ist es auf der Erde und nicht hier im Himmel? Es ist schließlich gleich Unterricht. Und wenn ein Engel zu spät zum Unterricht kommt, gibt es Ärger. Diesen Ärger möchte ich diesem Engelchen ersparen. Warum es wohl nicht fliegt? Vielleicht hat es ja
einen Flügel gebrochen. Dann will ich mal schnell runterfliegen und ihm helfen. Ich bin ja nicht grundlos ein Schutzengel. Und so flog Schutzengel Johannes hinunter auf die Erde, direkt zu Haru. Hallo, mein Freund. Verschwinde, ich bin beschäftigt. Du bist aber nicht gerade nett zu mir. Dabei will ich dir doch nur helfen. Was machst du denn eigentlich da? Ich will fliegen. Kannst du also nicht fliegen? Hast du dir vielleicht den Flügel gebrochen? Lass dir doch von mir helfen. Engel helfen sich doch gegenseitig. Mein Name ist übrigens Johannes. Jetzt war Raru hellhörig geworden. Erst jetzt fiel ihm auf, dass Johannes ein Schutzengel war. Innerlich freute sich Raru sehr. Dann kam ihm eine Idee. Hallo Johannes, mein Name ist Raru. Raru Lefoyt. Ja, also, gebrochen ist einer meiner Flügel wohl nicht, aber möglicherweise verstaut. Und ich will unbedingt in den Himmel. Natürlich willst du das. Woanders gehört ein Engel ja auch nicht hin. Außer wenn er einen Menschen beschützen darf. Ich habe dich jedoch noch nie im Himmel gesehen. Aus welchem himmlischen Bereich kommst du genau? Ich komme aus dem südlichen Teil des Himmels. Ich bin frisch umgezogen. Gerade heute. Oh, was hast du denn da an einem deiner Flügel? Irgendwas Kleines Krabbelndes, glaube ich. Soll ich es dir schnell wegmachen? Oh ja, bitte. Aua! Musste das jetzt sein? Jetzt hast du mir glatt ein paar Engelsfedern ausgerissen. Ja, anders ging es leider nicht. Aber meine Flügel schmerzen nicht mehr so sehr. Dann kann ich jetzt vielleicht versuchen, in den Himmel zu fliegen. Alles klar, dann wollen wir mal hoch. Folge mir, Raru. Raru und Johannes flogen in den Himmel. Natürlich hatte Johannes nichts Krabbelndes in seinen Flügeln gehabt. Da hatte Raru gelogen, um an eine Engelsfeder zu kommen. Nur dadurch konnte er jetzt fliegen. Im Himmel angekommen, landeten die beiden auf einer großen Wolke, kurz vor der Schule der Engel. So, gleich sind wir da. Endlich im Himmel. Ich meinte natürlich endlich wieder im Himmel. Wo sind wir gleich? Na, in der Engelschule. Schule? Bäh! Ich mag keine Schule. Mochte ich noch nie und daran wird sich auch nichts ändern. Bei mir zu Hause ist das alles anders. Da kann man das machen, was man will. Dort lernt man nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und so ein seltsamer Ort soll hier im Himmel sein? Im Himmel? Nee, wieso? Weil du doch vorhin sagtest, du kämest aus dem südlichen Teil des Himmels. Ach so, ja, genau. Verzeih mir, ich bin noch etwas durcheinander, weil ich hier in diesem Teil des Himmels noch nie war. Ach so, na dann komm, da drüben ist die Schule. Meine Freunde Johanna und Ambrosius sind bestimmt auch schon im Klassenzimmer. Und unser Lehrer Herr von der Feder wird bestimmt auch gleich ins Klassenzimmer reingeflogen kommen. Lass uns also ein wenig beeilen, damit wir nicht zu spät kommen. Also gut, vielleicht wird es ja doch ganz lustig.
So flogen Raru und Johannes ins Klassenzimmer der Engelschule. Die anderen beiden Schutzengelchen, Johanna und Ambrosius, saßen schon auf ihren Plätzen. Raru setzte sich in die erste Reihe neben Johanna und Johannes setzte sich auf seinen Platz direkt hinter Raru und neben Ambrosius. Dann kam auch schon ihr Lehrer Herr von der Feder ins Klassenzimmer. Herr von der Feder war ein Erzengel. Welcher Erzengel er war, wusste niemand der Schüler. Er hatte ihnen noch nie seinen Vornamen genannt. Guten Morgen, liebe Schüler. Schön, dass ihr alle da seid. Nanne, wer bist du denn, da in der ersten Reihe hier vorne? Du bist wohl ein neuer Schüler, was? Ja, ich bin der Neue hier und mein Name ist Raru. Und du bist bestimmt der Lehrer. Stimmt's oder habe ich recht? Nun, erstmal einen Lehrer duzt man nicht. Ich möchte mit Sie angesprochen werden. Aber ansonsten herzlich willkommen in dieser Klasse, Raru. Du hast einen sehr ungewöhnlichen Namen für einen Engel. So gar nicht engelhaft. Aber na gut. Fangen wir mit dem Unterricht an. In der letzten Stunde beschäftigten wir uns mit der Engelogie. Wer weiß noch, wer man eure Engelart nennt? Ah, Raru zeigt auf. Dann bitte, Raru, sag die Antwort. Unsere Engelart wird Schmutzengel genannt. Schutzengel, nicht Schmutzengel. Merke dir das, Raru. Und wer weiß, wer man der Art neben den Schutzengeln nennt, die genauso wichtig sind wie er? Schon wieder, Raru. Ja, bitte. Die nennt man Piepen. Was? Piepen? Die heißen Potten. Nicht piepen! Bei dir piept's wohl! Was? Noch so eine Unverschämtheit und du wirst für den Rest der Stunde vor der Tür stehen! Und außerdem sollst du nicht da, sondern sehr zu mir sagen! Verstanden, Raru? Jupp! Hey, Johannes, ist die Schule etwa immer so? Wie meinst du das? Na, so doof und langweilig. Also jetzt reicht es aber, Raru. Das wird mir zu anstrengend mit dir. Geh sofort vor der Türe für den Rest der Stunde als Strafe. Sehr gerne. Das wird mir hier nämlich auch zu anstrengend mit dir. Das heißt mit einem. Raru ging also für den Rest der Stunde vor die Klassentüre und stand draußen seine Strafe ab. Jedoch nicht leise. Er machte immer zwischendurch laute Furzgeräusche, um Herrn von der Feder zu ärgern. Dieser ließ sich jedoch nicht irritieren und machte ganz normal mit dem Unterricht weiter. Als die Schulstunde vorbei war, gingen Johanna, Ambrosius und Johannes auf den Schulhof. Das einzige Thema war natürlich der freche Engel Raru. Dieser war jedoch nicht bei ihnen. Er nutzte die Pause lieber, um die Schülertoiletten mit Klopapier zu verstopfen.
Also dieser neue Engel, den du damit in die Klasse gebracht hast, Johannes, ist sehr seltsam drauf. Ja, ganz recht. Und wie der rumläuft. Klumpige Schuhe, einen viel zu großen Zylinderhut und immer hat er diese Feder in der Hand. Außerdem stinkt er nach Schwefel und frech ist er auch noch. Das ist mir mittlerweile auch aufgefallen. Ich bin auch verwundert, warum er so drauf ist. Er passt gar nicht zu uns Engeln. Na, vielleicht wird er sich ja gleich in der Flugstunde besser betragen, auf Fräulein Schein hören und gut im Unterricht mitmachen. Bevor die Pause aber zu Ende ist, fliege ich noch mal schnell zur Schülertoilette. Wieso denn schnell? Weil ich Raru gerade mit einem Stapel Klopapier auf der Schülertoilette habe verschwinden sehen. Ich wette mit euch, der verstopft jetzt gerade. Bevor keine mehr funktioniert, will ich wenigstens noch ein dringendes Geschäft erledigt haben. Bis gleich dann. Ambrosius schaffte es gerade noch so, eine nicht verstopfte Toilette zu benutzen. Nach der Pause trafen sich alle Engel hinter der Schule auf einer großen Wolke und warteten auf die Fluglehrerin Frau Schein. Auch Raru traf ein, jedoch mit Abstand zu den anderen. Er konnte nicht verstehen, dass Engel gerne zur Schule gingen. Dann kam auch endlich Frau Schein und begrüßte die Schüler. »Guten Morgen, liebe Schüler! Herr von der Feder hat mir schon erzählt, dass die Klasse nun einen Schüler mehr hat. Herzlich willkommen, Raru Lefoyd. Ich hoffe, du wirst dich in meinem Unterricht besser betragen. Heute ist perfektes Wetter, um das Fliegen besser zu üben. Die letzten Regenwolken haben sich auch gerade verzogen. Als erstes fliegt bitte Johanna, kurz vor und danach Ambrosius. Wunderbar! Das klappt ja schon ganz gut. Man merkt, ihr habt fleißig geübt. Das gibt einen positiven Vermerk in euer Fleißheftchen. Nun geht es weiter mit Raru. Am besten kann man fliegen, wenn man die Hände frei hat. Lege also bitte die Feder aus der Hand und fliege, damit ich sehen kann, wie gut du das beherrschst. Nein, ich will nicht. Ich halte die Feder in der Hand. Dann kann ich dir aber keinen positiven Vermerk in dein Fleißheftchen geben. Das ist mir piepegal. Ach, ist das so? Nun, es ist sicherlich auch schwer für dich anständig zu fliegen wegen deinen schweren Schuhen, richtig? Ja, genau. Dann darfst du heute ausnahmsweise deine Schuhe ausziehen und Barfußflugübungen machen. Das geht nicht. Ich habe mir nämlich auch meine Flügel verstaut. Das heißt nicht verstaut, sondern verstaucht. Dann fliege halt so, wie du es kannst. Aber bitte ohne Feder. Und deinen schönen Hut solltest du auch lieber abziehen, sonst könnte er dir am Ende gar noch weggeweht werden durch den Wind. Nein, ich will nicht. Nicht heute. Weißt du, Raru, das kommt mir bei dir alles sehr merkwürdig rüber. Schuhe und Zylinder willst du weiterhin tragen, die Feder willst du nicht aus der Hand legen, du gibst Widerworte und wenn man deinen Nachnamen rückwärts sprechen würde, käme dabei ein schlimmes Wort raus.
Johanna, Johannes und Ambrosius, ihr drei habt jetzt Schulschluss. Araru, bleibt bitte noch hier. Ich muss dringend mit ihm unter vier Augen sprechen. Johannes, Ambrosius und Johanna flogen nach Hause. Auf dem Nachhauseflug überlegten alle noch lange, was mit Raru nicht stimmen könnte und was er gerade mit Fräulein Schein besprach. Als sie jeweils zu Hause ankamen, wunderten sich deren Eltern über den überfrühten Schulschluss. Alle erzählten von dem seltsamen, frechen neuen Mitschüler namens Raru. Am nächsten Morgen waren die drei Engel sehr aufgeregt. Würden sie erfahren, was am Vortag noch vorgefallen war? In der ersten Stunde hatten sie Unterricht bei Herrn von der Feder. Die drei saßen schon 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Klasse. Nur einer der Schüler fehlte. Raru. Dann kam endlich Herr von der Feder ins Klassenzimmer geflogen. Guten Morgen, liebe Schüler. Ihr wundert euch bestimmt, wo euer neuer Mitschüler ist, was? Nun, Raru Lefolt kommt nicht mehr. Bevor er fragt, würde ich euch alles genau erzählen, was gestern bei dem Gespräch zwischen Fräulein Schein und Raru passiert ist. Nun, Raru, du lässt mir offenbar keine andere Wahl, als mit Engelskraft herauszufinden, warum du so bist. Mein Zeigestock hier hat besondere Kräfte. Mit diesem werde ich im Handumdrehen erkennen können, ob du wirklich ein Engel oder etwas anderes bist. Nein, bitte nicht! Doch, es muss sein. So ist das also. Habe ich es mir doch gedacht. Du bist kein Engel, sondern ein Teufel. Deshalb auch die Engelsfeder in deiner Hand. Sonst hättest du gar nicht fliegen können. Und ohne deine Verkleidung hätte man dich erkannt. Außerdem, wenn man deinen Nachnamen Lefolt rückwärts ausspricht, kommt das Wort Teufel bei raus. Woher hast du die Feder? Was wolltest du hier im Himmel? Und woraus sind deine falschen Flügel gebastelt? Ich kannte immer nur die Hölle und ein wenig die Erde. Ich wollte aber auch unbedingt mal den Himmel sehen, weil ich schon so viel Schönes davon gehört hatte. Aber meine Familie hatte es mir immer verboten. Also bastelte ich mir erst 2 große Flügel aus Pappe und bemalte diese. Dann klaute ich bei den Menschenkindern ein paar Anziehsachen und spielte oft, mich als Engel zu verkleiden. Dann traf ich plötzlich auf Johannes. Er dachte, ich sei ein richtiger Engel, der wegen einer Verstauchung nicht fliegen konnte. Ich erkannte die Gelegenheit und riss ihm durch einen Trick eine seiner Federn aus, mit dieser ich dann fliegen konnte. Ich wollte wirklich nichts Böses machen. Ich war nur neugierig und meine freche Art gehört halt nun bei mir dazu. Nun, wenigstens bist du jetzt endlich mal ehrlich. Jedoch darfst du hier nicht bleiben. Ein Teufel hat nichts im Himmel verloren und deine Eltern machen sich bestimmt auch schon Sorgen um dich.
Ich werde dich zurück in die Hölle schicken, ohne weitere Konsequenzen für dich. Jedoch muss ich deine Flügel und die Feder verbrennen. Du hast Glück, dass ich nebenbei auch die Direktorin dieser Schule bin. Das macht es alles ein wenig leichter. Alles Gute für dich. Doch denk dran, du bist ein Teufel. Versuche nie wieder, irgendwie in den Himmel zu kommen. Dieser Ort ist nicht der richtige für dich. Also dann, lebe wohl, Raru Lefolt. Johannes, Johanna und Ambrosius konnten es kaum fassen. Ein verkleideter Teufel im Himmel. Jetzt war alles klar. Nie wieder ereignete sich so ein Vorfall im Himmel. Doch die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Himmel. Noch heute erzählt man sich die Geschichte vom Engel, der ein Teufel war. Also dann, gute Nacht. Lehrer sind wie Babys. Wenn sie glauben, sie bekommen nicht ihr Recht, fangen sie an zu schreien. Und wenn ihr wollt, dass ich etwas Schönes über mich erzähle, dann freue ich mich. Ich erzähle nämlich gerne Märchen.